Der Anspruch der Saarbrücker ist klar. Das Saisonziel heißt, um den Aufstieg mitspielen. Und ein Aufstiegskandidat, der sollte sein Auftaktspiel schon gewinnen. Zumal danach erstmal wieder DFB-Pokalpause ist und in 2 Wochen schon das Derby gegen Elversberg ansteht. Zum Auftakt gegen Verl kann es also nur um 3 Punkte gehen für den FCS. Ich glaube, es gibt keinen Trainer, der sagt, ich würde ganz gerne aufsteigen. Auf der anderen Seite kalkuliere ich schon ein, dass der Start scheiße ist. Also das passt ja irgendwie nicht zusammen und es ist natürlich viel, viel leichter, auch die Euphorie dann noch mal extremer zu entfachen mit einem guten Start. Das gibt Sicherheit. Punkte für die Sicherheit Saarbrücken gegen Verl. Frank Rundhefer. 9200 im Park. Fußball, du bist zurück und was für eine Atmosphäre. Und die saugt auch er auf. Richard Neudecker, Top-Neuzugang mit Top-Leistungen in der Vorbereitung. Neudecker Kerberzeitz, die Pulsschlagbestimmer beim FCS. Und Koshinat bringt den Ex-Verler Rabic für den angeschlagenen Günther Schmidt. Und er lässt mit Viererkette spielen, darum tatsächlich Mike Franz nur auf der Bank. Das sind schon krasse personelle Entscheidungen, die die sportliche Führung in dieser Saison treffen muss. Wo sitzen schon ein Jennecke oder ein Franz auf der Bank? Rein ins Spiel, Tölke und Böder, Innenverteidigung, Neuzugang Schwede auf links, wie erwartet. Und jetzt aufgepasst, Daniel Batz, dann die Verlängerung von Jakob für Scheu. Und da wird's für Verl schon mal eng, 2. Minute Saarbrücken, markiert schon mal den Chef. Viertelstunde später, Saarbrücken weiter spielbestimmend mit einem sehr auffälligen Luca Kerber. Dann Schwede mit Rabic. Und der hat den Blick für den 2. Pfosten für Robin Scheu. Jakob, Schwede, sie machen es ein bisschen umständlich. Kerber versucht es dann aus der Drehung. Ja, die Gäste unter Druck. Und 120 Sekunden weiter nach vorne gesprungen, wieder blau-schwarz. Und wieder ist Rabic beteiligt, bedient von Dominik Ernst. Rabic, tolle An- und Mitnahme. Mit dem Auge für Neudecker. Richard Neudecker, was für ein Gewinn für Saarbrücken. Von den 60ern gekommen und ist sozusagen einfach ein Löwe geblieben. Erste richtig auffällige Aktion von ihm. Knappe halbe Stunde rum und dann tatsächlich auch mal Verl. Mit 6 Neuzugängen in der Startelf. Und Achtung, ups, Batz verschätzt sich da, Otto überrascht. Das war richtig gefährlich. Ansonsten die Gäste eher blass wie die Farbe ihrer Trikots. 100 Meter weiter südlich, Ecke Neudecker. Und die geht fast direkt rein. Super reingezirkelt. Tide Mustahin ist aufmerksam. Schöne Banane direkt an den Knick. Saarbrücken ist die klar bessere Mannschaft, aber eben noch ohne Treffer. Vielleicht klappt es jetzt. Neudecker unter Druck. Das ist ihm egal. Er setzt Rabic in Szene. Wieder toll angenommen. Und jetzt Jakob von Otto attackiert, riecht nach Elfmeter, aber Schiri Behnens Nase ist verstopft. Gucken wir uns nochmal an, sieht aus wie eine klassische Kann-Situation, aber Otto, für mich zu wuchtig, geht der Arm da raus. Also ich hätte da Strafstoß gepfiffen, zum Glück für Verl, habe ich aber hier gar nichts zu entscheiden. 43. Minute, den Weg Richtung Tor, sucht nur ein Team und das trägt blau-schwarz, Schwede. Wieder Rabic, immer präsent. Jakob vor Petto. Die Gastgeber haben die besseren Chancen, aber sie müssen auch mal einen wegmachen. Jakob leicht angeschlagen, kann aber weitermachen. 0-0 zur Pause. Neudecker führt sehr ordentlich Regie neben dem starken Kerl. Zur Halbzeit muss Ernst verletzt raus nach dieser Szene. Umstellung in der letzten Reihe. Kretschmer geht ins Zentrum, Böder auf rechts. 2. Hälfte. Lange passiert hier erstmal gar nichts. Und das ist aus Saarbrücker Sicht zu wenig. Und dann kommt halt mal Verl mit Stellwagen. Achtung, hier der Stellwagen. Der darf Meter machen und Meter machen. Und ein bisschen Slalom. Stellwagen. Batz, was ist denn jetzt los? Da kommt der SC zu seiner besten Chance.
58. Minute, Stellwagen. Lassen Sie einfach machen. Ein sorgloser FC. Daniel Batz muss sich kümmern. Und das macht er gut. Ja, es muss mehr kommen von Saarbrücken, wenn heute ein Dreier her soll. Und der soll doch her, laut eigenem Anspruch. An Sebastian Jakob. Und der Fehler auf der anderen Seite von Stellwagen. Scheu und Tiede, brutal, der hält das Ding. Das gibt's doch nicht. Monsterchance für Saarbrücken und Monsterparade von Niklas Tiede. Ferl, letztes Jahr Schießbude. Hier halten sie die Null gegen den FC und der Park wird leiser. Dann 4 Wechsel innerhalb von 10 Minuten. Steinkötter, Jänicke, Günther Schmidt und Grimaldi kommen für Scheu, Rabijic, Kerber und Jakob. So, und Achtung, jetzt geht's ab. Anschnallen, hingucken, jetzt wird's mega wild. Jänicke. Dann Günther Schmidt, bedient von Zeitz. Peto fast ein Eigentor. Dann die anschließende Ecke. Jetzt ist richtig Rambazamba im Ferler Strafraum. Das ist jetzt Partyzone für Saarbrücken. Aber sie feiern eben nicht, weil der Ball einfach nicht über die Linie will. Ist das so wild? Ball bleibt weiter heiß. Grimaldi. Und wieder Tiede. Sind das Chancen? Neudecker. Grimaldi im dritten Stock, aber ohne Wucht. Nochmal Saarbrücken. Günther Schmidt-Tiede. Immer mehr im Fokus. Steinkötter und Jänicke verpasst. Ja, und Ferl. Wo sind die eigentlich, die Ferler? Die sind auch noch da. Und dann kommen sie über die Autobahn rechts angerauscht mit Wolfram. Batz! Großer Reflex. Und den muss er auch zeigen. So kannst du hier tatsächlich noch verlieren. Die Schlussphase hat sowas von in sich. Nochmal der FC. Batz und Günther Schmidt. Ist der blank? Günther Schmidt, Tiede. Und Grimaldi wieder zu spät. Es ist zum Verzweifeln. Weiter 0-0. Und nach dieser Möglichkeit muss Saarbrücken tatsächlich nochmal aufpassen. Ferl kommt mit Krodowski gegen Böder und der Böder hört einfach auf. Der reklamiert Hand. Das ist Harakiri. Enger geht kaum. Wow. Nachspielzeit dann im Ludwigspark. Und Günther Schmidt. Günther Schmidt, den muss er jetzt machen. Tiede faul, aber Jänicke zum 1-0. Aber Schiri Behnen hatte schon auf Elfmeter entschieden. Mensch, da kann man auch mal abwarten. Pfeift ihm da den Siegtreffer sozusagen weg, aber so die Chance für Grimaldi vom Punkt. Und er macht ihn tatsächlich. Er macht ihn. Er bleibt eiskalt. Spiel aus. Sieg da. Grimaldi, der Held. Was für ein Kick. Der FC rackert und rackert und dann muss es halt so gehen. Hätte auch für Ferl laufen können, das haben wir gesehen. Egal, der Auftakt ist doch noch geglückt. Sie werden analysieren, wo es noch hakt in 14 Tagen. Nach der DFB-Pokalpause dann das Derby gegen die 5-1-Starter aus Elversberg. Aber heute wird erstmal dieser Sieg abgefeiert. Last-Minute-Sieg für die Saarbrücker. Ferl ist nicht zu unterschätzen. Das haben wir heute gesehen. Und das hat Uwe Koschinat vor dem Spiel auch gesagt. Nach dem Spiel hat Thomas Bollscheid mit ihm gesprochen. Ja, welch eine Dramatik hier im Ludwigsparkstadion. Der 1. FC Saarbrücken gewinnt in der Nachspielzeit mit 1-0 durch den Elfmetertreffer von Adriano Grimaldi. Der Trainer ist bei uns, Uwe Koschinat. Hand aufs Herz, haben Sie noch dran geglaubt, dass das noch was wird mit einem Erfolg heute? Ganz ehrlich, ja. Weil ich schon die enorme Qualität der Mannschaft kenne. Weil ich weiß, dass die Spieler, die wir eingewechselt haben, ja eigentlich Stammspieler sind. Und wir dementsprechend immer in der Lage sind, ein Spiel auch spät entsprechend zu entscheiden. Auf der anderen Seite müssen wir schon darüber reden, dass wir so in den letzten 20 Minuten den Zugriff aufs Spiel so ein bisschen verloren haben, dass es auf einmal hin und her ging, dass eine eigentlich tote Ferler Mannschaft, die ja wirklich sich lange, lange Zeit nur aufs Verteidigen konzentriert hat, auf einmal zu Chancen kam. Das
mag auch der Situation geschuldet sein, dass wir auf der einen Seite gespürt haben, wir müssen das Spiel gewinnen, dass der ein oder andere Meter nach hinten gefehlt hat. Aber da haben wir nicht mehr so gut gespielt wie in der ersten Halbzeit. Aber nochmal dran geglaubt, ja, weil ich weiß, dass wir wirklich viele Facetten haben, um das Spiel zu entscheiden. Sie bringen Julian Günther Schmidt, der ja eigentlich angeschlagen war. Sie bringen Adriano Grimaldi, der, ich glaube, im Februar im Prinzip sein letztes Spiel gemacht hat, lange verletzt war. Ist das die Mentalität oder was hat Sie eigentlich bewogen, gerade diese beiden eigentlich ja noch nicht so ganz fitten Spieler zu bringen? Ja, deren Qualität. Ich habe gestern mit Julian Günther Schmidt gemeinsam entschieden, dass es für den Kader sicher reicht, dass aber ein zu großes Risiko ist, ihn von Anfang an spielen zu lassen. Jetzt im Nachgang war das natürlich zu 100% richtig, weil Günni wirklich sofort nochmal Energie auf den Platz gebracht hat. Wenn es in den Strafraum geht, ist er schon ein Spieler mit enormen Qualitäten. Adriano hat sofort mit seiner Präsenz geholfen, auch wenn ich mir von ihm noch mehr Aktionen Richtung Strafraum wünsche. Aber er hat schon bei der ersten Aktion im Kopfball gezeigt, wie präsent er ist. Und ja, das kann natürlich auch ein Faustpfand sein, wenn ein Spieler wie Sebastian Jakob sich so lange abarbeitet, eine Verteidigung auch müde macht und dann andere, die vielleicht noch eine gewisse Frische haben, dann gegen Ende davon profitieren können. Trotzdem, so spielerisch lief ja noch nicht alles rund. Woran werden Sie in den nächsten 14 Tagen arbeiten müssen, auch im Hinblick aufs Derby? Ja, wir haben nach, aus meiner Sicht, 20 überragenden Minuten, in denen wir wirklich den Gegner von einer Verlegenheit in die nächste gespielt haben, haben wir mit der ersten Trinkpause so ein bisschen die Souveränität verloren. Es gab zwar immer noch ganz gute Aktionen Richtung Tor und keine einzige für den Gegner in der ersten Halbzeit. Das muss man ja auch mal erwähnen. Also am Ende spielen wir ja Drittliga-Fußball gegen eine Mannschaft, die auch seit im dritten Jahr in der dritten Liga ist. Insofern fand ich das sehr souverän. Zweite Halbzeit hat mir nicht gefallen. Wir haben das Tempo nicht hochhalten können. Richard Neudecker, der in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel war, war eigentlich nur noch kämpferisch unterwegs, nicht mehr so sehr strategisch. Unser Spiel hat häufig gestanden, waren nur noch so einzelne Aktionen. Und wir müssen darüber reden, dass Ferl eben auch mindestens einmal zum Erfolg kommen konnte. Insofern gibt es da noch einiges zu tun. Aber mit einem Dreier im Rücken gibt es mit Sicherheit schlechtere Ausgangssituationen. Sie haben Mike Franz heute nicht gebracht. Welche Gründe sprechen dafür? Naja, am Ende mussten wir ein Tor schießen. Ich habe mich in der Halbzeitpause entschieden, mit Pius Kretschmer einen Linksfuß ins Spiel zu bringen als Innenverteidiger, weil wir hinten wechseln mussten. Und es war klar, dass Böder auf die rechte Außenverteidigerposition muss, weil ja, Becker noch fehlt als der Stellvertreter eigentlich von Ernst. Deswegen habe ich mich entschieden, mit Pius einzubringen, der das im Wettbewerb schon sehr, sehr häufig gespielt hat, der auch Räume mit seinem linken Fuß unheimlich gut überbrücken kann. Ja, und gegen Ende war es einfach so, dass wir Offensivpower brauchten. Ne? Deswegen die Wechsel von Steinkötter, Jänicke, Grimaldi, Günther Schmidt sind eben Jungs, die Tore schießen können. Ja, vielen Dank, Uwe Koschinat. Danke. Das war's zunächst einmal aus dem Ludwigsparkstadion. Kein lupenreiner Sieg sozusagen, aber letztlich sind die geforderten 3 Punkte da. Der erste Spieltag bis jetzt. Saarbrücken gegen Ferl 1:0. Rot-Weiß Essen gegen die SV Elversberg 1:5. Gestern Osnabrück gegen Duisburg 1:0. Und heute dann Oldenburg gegen Meppen 1:1. Ingolstadt Bayreuth 1:0 haben wir gesehen. Waldhof Mannheim gewinnt gegen Viktoria Köln mit 3:1. Und die Torparade Dresden gegen 1860 München 3:4. Nächste Woche sind die DFB-Pokalspiele. Da macht die Sportarena dann erstmal wieder Pause. In 2 Wochen geht's wieder los. Dann das Derby der erste FC Saarbrücken bei der SV Elversberg.